Hallo Leute, es geht weiter mit der Orden der Rotkäppchen. Wir haben den Mondstein, wir haben das hier, diese magische Frucht, die wurde von der Mondgöttin zurückgelassen. Kann ich den Mondstein jetzt hier einsetzen? Das wäre sehr schön. Nein, kann ich nicht. War das hier? Nein. Was sollte ich denn jetzt als nächstes machen? Wage dich in das Nebelreich von, finde den Orden der Rotkäppchen. Ach ja, stimmt, genau. Wir haben ja... haben ja da das Ding, das Nebelreich rausgeholt. Und einen Totenschädel eingesammelt. Und einen Teleskopfuß. Wo ist denn das Nebelreich? Wo ist es denn? Da, beim See. Ein antiker Palast ist aus dem See und durch den Nebel emporgestiegen. Genau, stimmt. Hier befand sich einst wahrscheinlich eine astrologische Vorrichtung. Da gehört das dann aber nicht. Doch, da gehört es hin. Der angemessene Ständer für das Teleskop fehlt. Wieso ist doch alles jetzt zusammen? Also fehlt noch was. Gut, gehen wir mal rein. Da steht jemand, der jetzt aber weggeht. Hier ist noch jemand in der Stadt außer mir. Ein Freund oder ein Feind? Ich weiß es nicht. Ein zerbrechlicher Schädel ist in einer leuchtenden Löwenstatue eingeschlossen. Zerbrechlich? Kriegen wir aufgekloppt. Dafür war der Hammer also gut. Smaragdgrünes Juwel. Dieses mosaikartige Steinmuster ist schon vor einigen Jahrhunderten aus der Mode gekommen. Na dann, hier ist diese Vorrichtung, nehme ich mal an. Da ist noch was und noch was und noch was. Ah, der Orden der Rotkäppchen, 3 von 4, sehr gut. All diese Notizen sind mit einem ungefähr 500 Jahre alten Datum versehen. Was ist mit diesem Königreich geschehen? Ein Chamäleon-Objekt. Wow, 3 von 20. Ja, ich glaube nicht, dass ich alle gefunden habe. Ich glaube, auf dem Schild steht Nebelreich. Voll cool. Die böswillige Königin der Wölfe hat die Schwester in ihren Palast verschleppt. Ich muss einen Weg finden, sie zu retten. Dafür werden wir wohl hier wimmeln. Ich leg mal wieder los hier. Mit Teilen, die mir ins Auge springen. So, jetzt habe ich bestimmt bald alles. Das ist fertig. Ich brauche hier noch so eine... Sieht aus wie seine Hand, wie so eine Kralle. Sowas suche ich. Die Musik ist schön. So idyllisch für den Moment gerade eben. Da die böse Königin gerade erschienen ist. Wo ist denn jetzt dieses Ding? Dann suche ich jetzt erstmal den Reif. Da ist es doch. So einen hellen Stein. Der hier vorne irgendwo dran oder da hinten. Da. Und jetzt noch Krone, die ist bestimmt hier dazwischen. Wie sieht die aus? Bisschen verzierter. Was ist denn? Kann natürlich auch ganz klein sein. Und gar nicht mal so groß. Na nü. Einer von den Dingern nicht. Oh, eingefroren. Zu viel rumgeklickt. Nee, dann weiß ich nicht, wo es ist. Das nicht, das nicht. Brauch mal einen Tipp. Ausnahmsweise. Um seinen Hals. Oh, das war gut versteckt. Wenn man es schon gesehen hat, wahrscheinlich einfach. Aber wenn nicht, dann... ja. So, Königskrone. Er sieht so aus, als hätte dieser Ritter unerschütterlich bis zum bitteren Ende Wache gehalten. Ja, das hat er wohl. Vielleicht gibt es in der Stadt Hinweise, wie sich diese Zugbrücke öffnen lässt, damit ich den Palast betreten und die Schwestern retten kann.
Ein Schlüssel. Diese zersetzende Flüssigkeit könnte später noch von Nutzen sein. Ich muss einen robusten Behälter dafür finden. Einen robusten Behälter, aha. Noch was? Nee. Mhm. Was war das jetzt? Rathausemblem. Ja, es gibt immer noch diese Embleme, das stimmt. Die haben wir nicht immer überall gefunden. Gut, dann gehe ich erstmal wieder zurück. Hier haben wir ja einen Schlüssel. Komme ich damit rein? Sehr gut. Oh, das ist vielleicht das robuste Ding. Dieser Stand bietet eine ziemlich wahllose Auswahl an Waren an. Den ausschweifenden Details dieser Königsstatue nachzutun, war dies einst ein florierender Marktplatz. Ich frage mich, welches Unheil die Bewohner befiel. Sie scheinen alle auf einmal umgekommen zu sein. Ein Chamäleon-Objekt, ja, jetzt finde ich sie auf einmal. Das bringt mir dann hinterher eigentlich aber auch nicht viel. Erstaunlicherweise sind die Waren an diesem Stand auch nach so vielen Jahren noch in einem guten Zustand. Noch ein Schritt. Der majestätische Baustil dieser Kirche lädt zu weiteren Erkundungen ein. Leider ist sie jedoch abgeschlossen. Hatten wir hier noch einen Schlüssel? Nee. Na gut. Kein Schlüssel. Ein rostiges, ramponiertes Schloss hält alle davon ab, diese Tür zu passieren. An der Holzverkleidung sind ganz schwache Kratzspuren zu erkennen. Ich glaube, das müssen wir mit dieser Säure aufmachen. Das würde ja passen. Und hier oben, dies scheint das Tor in das Rathaus zu sein. Ich muss jedoch herausfinden, wie es sich öffnen lässt. Mit diesem Wappending. Genau. Kreiere ein vollständiges Emblem in der Mitte des Bildes. Kann ich die da einsetzen irgendwie? Ja, aber ich muss die ja irgendwo einsetzen können. Das ist ein bisschen verwirrend. Wie geht das jetzt? Wo packe ich die Münzen rein? Gehören die da rein? Ja, die gehören da rein. Okay, gut. Ah, okay. Ich kann die also irgendwie einsetzen. Aber wie... Ach, jetzt kommen die raus. Mhm. Da muss ich wohl noch das Richtige finden. Der war es auch nicht. Der vielleicht? Ja. Sehr, sehr gut. Ja, das passte und das eigentlich auch. Sehr gut. Das freut mich. Und offen ist die Tür. Gut, gehen wir mal hinein. Mhm. Wo sind wir denn hier? Gibt es auf jeden Fall wieder was zu wimmeln. Erledigen wir das, was wir erledigen können, dann ist das schon mal erledigt. Ja, logisch. So, ich klicke hier jetzt nicht mehr so wild gerade mal rum. Was suche ich denn eigentlich? So ein Rad und ich weiß nicht, diesen Stab, glaube ich. Nee, das war ein Zackending. Das war wie so eine Kompassnadel, ne? Großes Getriebe. So eine Art Hammer hatte ich aber eigentlich gesucht. Was ist hier mit dem Bild? Es blinkt hier so. Dann noch ein goldenes Teil. Das da. Das da. Das da. Da war noch was. Das da. Aha, auch was bei. Das war Glück. So eine Scheibe hier. Die da? Nee. Nee, die sieht auch anders aus. Das da?
Aber das in der Mitte habe ich eigentlich gesucht. Ist denn das? Ein bisschen schwierig. Da. Ha, alles geschafft. So Getriebesachen finde ich irgendwie immer schwierig. Ja, was haben wir noch hier? Dieser aufwendige skulpturartige, skulpturale Stil ist heutzutage kaum mehr zu sehen. Obwohl Baumwurzeln in dieses Rathaus eingedrungen sind, ist das Mobiliar unversehrt. Ein Steinchen. Von der Decke hängen farbenfrohe Fahnen des Nebelreichs herab. Was haben wir denn hier? Dieses Tagebuch beschreibt die Suche nach einem Freund aus Kindheitstagen. Die gefallene Schwester 1. Mhm. Müssen wir da ja eigentlich mal reinschauen jetzt in die Parabeln, um mal zu gucken, wie weit wir denn sind hier mit diesem... Ich würde sagen, das Nebelreich könnten wir ja mal machen. Nee, das ist ja noch gar nicht vollständig. Oder wie? Muss alle diese Objekte einsammeln, um diese Parabel freizuschalten. Hm. Eigentlich will ich ja nach der Reihenfolge gehen. Ja. Hm. Die Seiten der Bücher zerfallen wie Asche. Müsste überall immer ein Chamäleon-Objekt geben, aber irgendwie... Wenn ich mal einmal rausgehe und rein, bewegt sich dann hier irgendwas? Also außer diesen Fahnen. Muss man ja immer so ein bisschen... Die bewegen sich ja meistens. Aber nicht immer. Es gab auch mal welche, weiß ich nicht. Dann findet man die eigentlich kaum, wenn man es nicht weiß, wo eins ist. Ja gut, dann nicht, ne? Den Schlüssel. Gehen wir mal zurück. Da vielleicht nochmal hin, um diese Säure zu holen. Ja, das geht damit. Okay. Dann können wir damit ja vielleicht das Schloss kaputt machen. Ja, habe ich mir doch gedacht. Prima, gehen wir da mal rein. Und wir wimmeln wieder. Machen wir direkt als erstes. Hier sieht man das gerade wieder ein bisschen besser, die Teile. Deswegen sammle ich die mal eben ein. So, was fehlt denn jetzt noch? Das da. Dann noch sowas. Das da. Das war's doch, oder? Zack, ist die Harfe fertig. Gut. Prima. Das ist wahrscheinlich der Handwerker, der diese Werkstatt besitzt. Plötzlich tauchte schwarzer Nebel auf. Wölfe sprangen hervor. Schreie drangen empor. Wir sitzen hier und warten auf den Tod. Die Armen. Mhm. An dieser königlichen Büste scheinen einige mit Juwelen besetzte Accessoires zu fehlen, die ich einsetzen kann. Noch mehr? Oder was? Hab ich denn noch mehr? Nö. Wahrscheinlich die Augen oder so? Nö, das ja wohl nicht. Keine Ahnung, was dem jetzt noch fehlt. Platziere den passenden Stein und die Geheimnisse des Tagebuchs werden gelüftet. Passenden Stein? Also so ein Herzstein? Ich habe keinen Herzstein. Eine Vielzahl von Schnitzwerkzeugen säumen die Wände und Behälter. Hat diese Person die Statuen im königlichen Palast gestaltet? I don't know. Hm. Tja. Bin keine gute Chamäleonjägerin in diesem Teil. Moment. Nee. Hm. Genau. Teleskopständer. Ich muss das fehlende Objekt finden, das die beiden Teile des Teleskops miteinander verbindet. Das Getriebe vielleicht? Nee. Das Armband der Göttin wohl auch nicht, nee.
Das passt schon mal nicht. Hier war auch noch was. Vorne an der bronzenen Scheibe befindet sich ein kleines und eigenartiges Pilzsymbol. Ach ja, stimmt. Aber keine Ahnung, wo was dahin. Ich muss mal schauen, wo ich was zu tun habe. Mir wird auch wieder keine Aufgabe angezeigt. Kriege ich denn mal ein Ziel? Wage dich in das Nebelreich von, finde den Orden der Rotkäppchen. Ja. Gehe ich nochmal hier lang? Wohl. Hier war auch nichts mehr? Nee. Muss mich noch ein bisschen besser umsehen. Irgendwie. Nee. Also da nicht. Schlüssel, wir haben keinen. Hier gibt es auch direkt nichts mehr zu tun. Okay, ja, dann nochmal rein. Hier nichts mehr, das glaube ich ja gar nicht. Da kann ich nichts mehr einsetzen. Vielleicht die Königskrone? Ah, alles klar. Okay. Ich kann Lärm in dem Bereich hören, in dem sich die Zugbrücke befindet. Ja, ist doch gut, hat ja geklappt. Gut, wir haben die Zugbrücke runtergelassen. Wo können wir dann hin? Wait. You're wearing a Red Riding Hood robe, yet you are not a sister. I am Raphael, Master Hunter of the Falian lineage. I've seen the evil Wolf Queen take the sisters deep into the palace. I am here to search for my long-lost friend, Eldra. She was once a sister too, but has been lost in this wretched world and has never been seen since. I will do what I can to assist you, Detective. Jawohl. Okay. I am one of the last survivors of the Falian lineage. Generations of fathers and sons bound to protect the Mist Kingdom's rulers. Voll der sexy Jäger-Typ. Ja. Obwohl Baumwurzeln in dieses Rathaus eingedrungen sind, ist das Mobiliar unversehrt. Was mache ich jetzt? Jetzt ist der Typ da und... Ah. Diese Schriftrolle beschreibt die Mechanismen dieses Rathauses. Ja. Und? Nu? Was mache ich jetzt? Brauche ich noch mehr Schriftrollen? Oder what? Hat sich hier... Hä? Jetzt kann ich hier was machen? Achso, auf dem Schild steht, in der Auslage steht Nebelreich-Gremium. Über der Auslage befindet sich ein Kirchensymbol. Was heißt denn was? Nebelreich-Gremium? Wassermann-Vase? Passt jetzt hier irgendwas davon hin? Armband der Göttin? Irgendein Symbol fürs Nebelreich oder so? Die Harfe vielleicht? Okay. Nix davon? Dann nicht. Wird halt mir das nicht gebracht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal einfach rumlaufen, dann weiß man es besser. Da ist das Herzdingens. Diese antike Schrift kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist es fallisch. Ich kann das nicht entziffern. Ja, dann... Dann hast du wohl Pech. Das kriegen wir schon noch hin. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir kriegen das schon noch hin. Da war das, glaube ich, nie. War das nicht unten? Mit dem Herz hier? Oh, Steinherz. Und was ist das? Dekodierungsschlüssel. Oh Gott, jetzt muss ich da die Schrift dekodieren. Ich muss den Dekodierungsschlüssel jemanden lesen, sie mit der Fallen. Ja, okay, der Typ. Alles klar. Nee, das war falsch. Hier bist du. Hier. Meet me at the palace entrance. I can help you decrypt the ancient tablet. Ich komme schon. Bin schon da. A Falian cipher. Here. It is solved now.
voll gut. Diese Vorrichtung sieht aus, als fehle ihr nur das Getriebe. Hab ich dabei. Jawohl. Was sagst du? Meet me inside the palace, Detective. Alles klar. Wir sehen uns. To think my forefathers once defended this palace centuries ago. Now, it is nothing more than a living tomb. However, I tracked Eldra's scent. She may have been captured and locked up in the palace all this time. Make haste, Detective, and find the other sisters. I will join you later. Ist ja irgendwie so ein halber Wolf, weil er halt den Geruch aufgespürt hat. Jedenfalls sind wir jetzt in Kapitel 3 und ich würde sagen, wir legen hier direkt im nächsten Part los und schauen, was hier so zu finden ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.